Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Es ist Berichtssaison und auch Apple öffnet die Bücher. Dieses Mal vielleicht nicht ganz so gerne, denn zum ersten Mal soll es wohl so sein, dass Apple sinkende Quartals-iPhone-Verkäufe vermelden muss. Die Presse titelt auch dann entsprechend Kampf gegen den iPhone-Einbruch. Die Post-iPhone-Ära beginnt und das Quartal der zweistelligen Einbrüche naht. Ist das wirklich so? Wie reagiert die Aktie? Das besprechen wir mit Arnus Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Herr, grüß Sie. Ja, Herr Wilhelms, das erste Mal soll Apple in diesem Quartal einen Absatzrückgang bei den iPhones bekannt geben. Es ist die Rede von bis zu 10 Millionen, was Analysten schreiben, die sich offensichtlich mit der Materie etwas besser auskennen als Sie und ich. Aber Sie haben es recherchiert und in Ihrem Hause nachgefragt. Ist so ein Absatzrückgang realistisch und die Marktsättigung überhaupt erreicht? Ja, so was ganz klar ist, dass das für Apple auf jeden Fall eine wichtige Hausnummer ist, weil das iPhone den größten Teil zum Umsatz beiträgt, damit auch den größten Teil zum Gewinn. Das heißt, also, wenn da natürlich Bewegung reinkommt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Aktienkurs. Man kann jetzt noch nicht so wirklich prognostizieren, was jetzt bei der Präsentation der Zahlen tatsächlich vorgestellt wird. Aber es kann natürlich sein, mit diesen Gerüchten, die da im Markt kursieren, dass das natürlich den Aktienkurs beeinflusst, beziehungsweise was man festhalten kann, dass der Aktienkurs zumindest in der jüngeren Vergangenheit schon unter Druck war, sodass wir also hier eindeutiges Zeichen sehen, dass anscheinend der Markt nicht mehr so viel erwartet wie noch vor einigen Monaten. Jetzt ist ja so, nicht nur rückläufige iPhone-Verkäufe werden erwartet, auch iPad, Mac und die iWatch schwächeln so ein bisschen. Ist denn das, wenn wir auf den Chart mal schauen, wir haben hier einen 5-Jahre-Apple-Chart in US-Dollar, ist das eigentlich jetzt schon eingepreist? Naja, also was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass diese vorläufige, langfristige Aufwärtsbewegung hier so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Also wir sehen hier Kurse von 125 US-Dollar. Ja. Das war so ungefähr der Höchststand, wenn wir das hier einzeichnen. Machen wir die Linie nochmal komplett. Ungefähr 125 und seitdem bewegt sich die Aktie tatsächlich etwas schwächer als auch der Gesamtmarkt, beziehungsweise ist sie auch deutlich unter Druck. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass die Aktionäre sich in irgendeiner Form zurückziehen. Kann natürlich ein Hinweis darauf sein, dass tatsächlich dann die Absatzzahlen nicht mehr ganz so gut sind. Aber eine Post-iPhone-Ära, das erwarten doch Analysten nicht ernsthaft, auch wenn das Produkt schon über 8 Jahre läuft und das erfolgreichste von Apple ist. Naja, man muss sich nur mal selbst fragen, ob man jetzt kurzfristig auf ein Smartphone verzichten kann. Die Frage ist da natürlich, wie häufig braucht man auch wirklich ein neues Gerät? Das hat vielleicht auch nochmal deutlichen Einfluss. Also das ist gewiss auch wichtig für den Konzern und deswegen muss man natürlich die Zahlen, die jetzt veröffentlicht werden, besonders verfolgen. Nun betrifft ja die Marktsättigung dann alle Hersteller querbeet. Ich meine, iPhone ist das Top-Produkt sozusagen, aber es gibt auch welche, die kosten nur die Hälfte. Dennoch sind ja da auch die Absätze nicht sprunghaft angestiegen. Dennoch, es gibt auch einen Bereich, der bei Apple sehr gut läuft, das iTunes-Geschäft. Jetzt orakeln schon die ersten, Apple wandelt sich vom Hardware zum Softwarehersteller. Wie realistisch ist das? Apple ohne iPhone, dafür Software und iTunes? Ja, also was klar ist, dass das Unternehmen eben nicht nur auf eine Karte setzt. Das heißt also, da werden immer wieder auch andere Geschäftsbereiche vorangetrieben, um eben dann auch zukunftssicher aufgestellt zu sein. Ob das jetzt tatsächlich der Bereich Software sein wird, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen. Aber klar ist, dass die Konzerne natürlich nicht schlafen und sagen, okay, ich habe einmal einen Erfolg und ruhe mich darauf aus, sondern die versuchen natürlich weiterhin auch neue Geschäftsbereiche zu erklimmen. Und da gehört das Thema Software natürlich irgendwie auch dazu. Vor allen Dingen, wenn die Kunden dann nicht mehr neue Hardware kaufen, da muss man natürlich versuchen, damit dann entsprechend Geld zu verdienen. Wobei man zurzeit sagen muss, dass das immer noch eher so der Bereich von Microsoft. Die haben ja auch versucht, in den Hardware-Bereich einzusteigen. Das hat auch nicht geklappt. Nicht geklappt kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es sehr, 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 sehr schwieriges Umfeld. Also insgesamt muss man das natürlich genau beobachten, wenn man vor allen Dingen engagiert ist. Was wir aber aus dem Zertifikatebereich sagen können, ist auf jeden Fall Apple die aktuell beliebteste Aktie bei deutschen Zertifikateanlegern, wenn man die Käufe bei Zertifikaten bei der Commerzbank anschaut. Also da ist Apple nicht hinsichtlich des Produktabsatzes in dem Moment gefragt, sondern tatsächlich, weil es die beliebteste Auslandsaktie ist. Also was die Leute an iPhone-Kosten sparen, investieren sie dann vielleicht in ein Zertifikat. Sie haben eins mitgebracht, als einen der beliebtesten Basiswerte. Wir wollen nicht vergessen, Apple ist immer noch das teuerste Unternehmen der Welt. Nichtsdestotrotz, wenn man hier auf die Barriere schaut, $76,06, die Aktie notiert jetzt um die 100, drückt sich da eher ein neues Sicherheitsdenken aus
oder drückt sich da eher ein neuer Pessimismus aus? Naja, also ich habe mir die Umsätze angeguckt, die Käufe bei uns im Zertifikatebereich bezogen auf Apple. Und das beliebteste Turbo-Zertifikat war eben dieses hier, was sich dadurch auszeichnet, dass es eben diesen Basispreis und den Knockout bei 76 US-Dollar hat. Das bedeutet also, in dem Moment, wo die Aktie auf dieses Niveau fällt, dann habe ich einen Totalverlust. Jetzt haben Sie gerade angesprochen schon, das hat hier einen Hebel von 3,6. Das ist ja nicht so progressiv. Der ein oder andere würde sagen, das ist schon sehr risikoreich. Also muss man natürlich schauen, weil man kann hier auch relativ schnell seinen Kapitaleinsatz komplett verlieren. Aber es gibt natürlich auch noch andere Zertifikate auf Apple bezogen, die eine höhere Barriere bzw. Knockout haben. Die haben noch mehr Risiko. Wohingegen es auch Zertifikate gibt, die ein geringeres Risiko haben. Aber hier das, was am meisten gekauft wurde. Und tatsächlich ist es so, dass der Hebel in Anführungsstrichen nur bei 3,6 liegt. Das heißt also, wenn die Aktie dann vielleicht auch aufgrund von Zahlen oder dann in der weiteren Entwicklung, wer also hier an den steigenden Kurs glaubt, dann verdient man, wenn die Aktie 1% steigt, ungefähr 4%, knapp, also 3,6%. Wichtig dabei, man muss das Währungskursrisiko noch berücksichtigen. Die Aktie notiert in US-Dollar, das Zertifikat in Euro. Das heißt, das muss man auch umrechnen. Das ist nicht berücksichtigt. Deswegen kann natürlich die prozentuale Performance ein bisschen abweichen. Aber ansonsten ein interessantes Instrument. Aber man muss natürlich hier auf jeden Fall das Risiko beachten. Und es ist ein Zertifikat von der Commerzbank. Das heißt natürlich auch das Bonitätsrisiko des Emittenten. Herr Wilhelms, ganz vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, vielleicht postuliert Apple 10 Millionen weniger Absatz beim iPhone im abgelaufenen Quartal. Die Anleger sind schon etwas verhaltener mit der Aktie, die deutlich verloren hat, auf Jahressicht 20%. Aber dennoch, Apple ist einer der beliebtesten Basiswerte bei deutschen Anlegern. Wie sich die Aktie schlägt, börsentäglich hier bei uns.